Fast ein Drittel aller Erwachsenen weltweit bewegt sich zu wenig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt deshalb vor erheblichen Folgen für die Gesundheit. 2022 kamen laut einer Studie 31,3% aller Erwachsenen nicht auf das empfohlene Maß von mindestens 150 Minuten moderater körperlicher Betätigung pro Woche. Das betrifft mehr als 1,8 Milliarden Menschen. In Deutschland ist die Lage noch vergleichsweise gut. Hier sind 12% der Menschen nicht genügend aktiv. Das Südbad in Neuss. Müßiggang und Sport hier ganz nah beieinander. Ich finde, man sollte morgens schon mal Sport machen. Also mit Fahrrad fahren, in den Tag starten und nicht mit dem Auto fahren, Treppen nehmen und nicht den Aufzug nehmen. Wenn ich dann alle 3-4 Wochen Getränke Gästen hole, Mineralwasser, und dann merke ich das schon, dass der Puls hochgeht. In Deutschland bewegen sich nur 12% der Erwachsenen zu wenig, sagt die WHO. Weltweit sind es viel mehr, fast ein Drittel. Die Gründe? Viele gehen weniger zu Fuß, arbeiten am Computer und verbringen auch ihre Freizeit häufiger sitzend vor Bildschirmen. Die Folgen können dramatisch sein. Das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz und andere Krankheiten ist deutlich höher, wenn man sich nicht ausreichend bewegt. Ja, wichtig ist früh schon anfangen, Kindheit, Schule, dann natürlich auch im Betrieb. Das ist die Verantwortung aller. Natürlich Kampagnen, Krankenkassen, da müssen alle Stakeholder, alle Beteiligten versuchen mitzuarbeiten, damit wir eine bewegte und gesunde Gesellschaft werden und bleiben. Ein bisschen Planschen im Sonnenschein, das reicht übrigens nicht. 2,5 Stunden leichte körperliche Aktivität pro Woche empfiehlt die WHO. Oder 75 Minuten richtig aus der Puste kommen beim Kraulen, Joggen oder Tanzen etwa.